Mit seinen ganzen Kühen. Und diese Massentierhaltung kann ich nicht unterstützen. Ja, nee, das ist finde ich nicht in Ordnung. Da war ich auch sehr erschrocken. Also, ja. Tut mir leid. Jo, liebe Jungs, willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark zusammen mit Paluten. Guten Tag. Die letzte Folge unserer heutigen Session, mein Lieber. Oh, jetzt geht's yeah. Nochmal daran, geht's nochmal darum, sich ranzuhalten hier, dass wir vorankommen. Natürlich, es geht immer müssen wir vorankommen. Das ist ja. Es ist ein Wettkampf mit der Zeit. Definitiv, es ist wirklich manchmal so. Man denkt sich, oh Gott, jetzt das möchte ich heute noch fertig bekommen, auf jeden Fall. Hast du früher sowas gespielt wie Age of Empires oder Empire Earth oder so? Mit wo man. Das Strategiespiele, ist ja schon fast, wo man mit ja, der Technik, wo man in neue Epochen vorstoßen musste. Age of Empires, um halt Vorteile gegenüber seinen Kontrahenten zu haben. Natürlich, da gibt es ja noch die Königsdisziplin, Civilization. Aber das ist rundenbasiert, ne? Ja, das ist rundenbasiert, das ist nicht Echtzeitstrategie, aber Age of Empires 2, der absolute Wahnsinn, selbst heute noch. Das ist lass uns das mal zusammen, mit, ich will doch mit Berksman wollen, die ganze Zeit möchte ich ja schon spielen. Ja, wir müssen mal so eine richtige LAN machen. Ja, das können wir sehr, sehr gerne mal machen. Eine richtig geile LAN. Also Age of Empires 2, das wäre wirklich ziemlich nice. Einfach so ein paar Oldschool-Spiele nochmal ein bisschen zocken. So, okay, jetzt hier nicht auf den Boden aufprallen, stehen wir nach hier drüben. So, heute ist übrigens bei mir, das muss heute klappen. Und zwar werde ich mir heute endlich die Spitzhacke des Kerns craften. Das müsste eigentlich allerdings hinhauen, hoffe ich mal. Drückt die Daumen, Leute. Drückt die Daumen. Zack, hier mal ein bisschen gucken. Hast du Redstone Bricks? Redstone Bricks? Mhm. Ich habe noch nie von Redstone Bricks gehört. Nether Bricks meine ich. Ah, okay, nee, man kann das aus Netherrack machen. Hast du Netherrack? Auch nicht. Aber Nether Bricks? Einfach. Nee, leider. Was die Sache aus dem Nether angeht, habe ich leider gar nichts. Alter. Das hier erstmal reinschmeißen. Ich möchte auch mein Zoo irgendwann mal machen. Dein Zoo? Ja, aber ich hab schon einen Vogel gehabt, aber der ist mir entkommen, leider. Oh, okay. Den hatte ich schon gefangen. Das ist eine sehr traurige Geschichte dann irgendwann am Ende gewesen. Weil ich den echt auch gerne mochte und mit dem, was dann gemacht hätte. Und dann ging das halt irgendwann nicht mehr. Ach Mensch, das macht mich jetzt auch schon ein bisschen betroffen. Sollte es dich auch. Das ist eine traurige Geschichte. Ja, bist du denn drüber hinweg? Nein, eben nicht. Ach so, okay. Das ist das Problem. So, Sand ist weg. Ich hänge da immer noch dran. Ja. Ich hänge da immer noch sehr dran. Ja, aber du musst auch, das Leben muss weitergehen. Das Leben kann nicht mehr weitergehen. Er ist weg! Er ist weg! Und ich bin wieder allein. Denn er ist weg. Ich baue jetzt schon mal vor, was ich hier schon mal habe. Also, ich habe schon mal meine beiden Copper-Gear. Ich habe diese Redstone... Nee, die habe ich noch gar nicht. Die kann ich aber schnell machen gleich. Großholzstamm? Wie bitte? Nee, ich hab mit mir selbst geredet. Ich brauche einen Großholzstamm. Das ist ganz wichtig. Also, ein Großholzstamm? Alles klar. Ich kann den hier schon mal wieder abbauen hier. Ich habe hier immer noch das Luda-Fenster offen. Und die Frage finde ich echt interessant. Warte. Von Helga Kalmala. Mhm. Würdet ihr vom 10-Meter-Brett springen? Ja. Aber nur so einen normalen, so einen ganz einfachen reinspringen und so einen normalen Sprung. Okay, ich würde keinen Körper probieren. Hätte ich zu sehr Angst, dass ich mich so überschlage auf den Rücken und aua. Das ist mir nicht wert, weißt du? Nee. Das können die Leute mal in die Kommentare schreiben. Leute, seid ihr solche Risk-Taker, würdet ihr sagen, ey, ganz ehrlich, kein Problem für mich. Ich springe einfach vom 10-Meter-Brett, mach noch sieben Loopings und so und flieg nochmal. Und haben dabei auch, zum einen, wenn manche können es halt. Ja. Ich weiß genau, ich kann es nicht besonders gut, ne? Okay. Und deswegen ist das Risiko zu hoch, dass es passiert. Aber manche Leute, vielleicht die können es, wissen, okay, sie schaffen das. Oder manche Leute sagen, sie können es nicht, ja, würden es einfach machen und die juckt es nicht. Und dann so auf dem Rücken, bam, da einschlagen, sich voll irgendwie was wehtun. Juckt die einfach nicht. Ich glaube, das ist nicht mehr so bei mir Fall. Ich würde schon sagen, wenn ich weiß, okay, es klappt eh nicht, es wird wehtun, warum soll ich das machen? Aber normal runterspringen schon, weil das ist schon cool, wenn man so 10 Meter durch die Luft, das schon... Fresh, finde ich, muss ich sagen. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Also ich glaube ein 10 Meter, also es gab mal bei uns in der Alsterdorfer Schwimmhalle, auch ein 10 Meter Brett. Fand ich, also ich stand einmal oben, hab mir dann aber gedacht, nee, ganz ehrlich, und bin dann wieder eine Stufe runtergegangen, weil das war echt ziemlich hoch. Und tatsächlich, wenn man da falsch aufkommt, kann sonst da kann was man auch, da kann man sich auch schon richtig was wehtun, das stimmt schon, ja. Das ist korrekt. Da ist Sensus, so, warte mal. Mir fehlt ein Gold. Oh. Ich glaube, Revi ist wieder dran.
Revi nimmt mir so viel weg. Wir sind einfach, weißt du, sharing is caring. Man ja, ich muss allerdings auch sagen, ich habe dir einmal, habe ich dir ein paar Federn geklaut. Oh, was? Was hast du geklaut? Einmal Federn. Ich brauchte ganz dringend Federn. Und dann kommst du hin und sagst mir nix. Ja, hab ich doch gerade gemacht. Gerade? Wann hast du das gemacht? Das ist schon wochenlang her bestimmt. Nein, das war vorgestern oder so. Aha. Vorgestern. So, ich muss jetzt allerdings... Nicht so ganz. Telefon doof hier, okay. Oh, Alter, ich sag's dir. Gleich kommt hier wieder eine richtig geile Spitzhacke bei raus. So, wir packen das hier in die Mitte. Müssen wir jetzt, hoffentlich funktioniert das. Dann brauche ich jetzt hier an das Ende... Das C4. Diamanten. Wo ist mein Diamant hin? Ich hätte doch einen. Wo habe ich den schon wieder hingetan? Ich habe ihn nicht. Ja. Das war wahrscheinlich die Rache. Ich habe wirklich nicht. So. Diamant. So, ich brauche nur noch meine beiden Nether Bricks. Dann habe ich schon alles. Das ist ja. Wo bekomme ich meine Nether Bricks her? Aus dem Nether? Ja, aber soll ich jetzt in Nether extra oder wie? Ja. Das sollst du. Das kann man mal moken. So, zack. Jetzt kommt hier der Dia drauf. Hast du deine Landebahn noch da? Meine Landebahn habe ich noch hier. Sehr gut. Ist perfekt. Ich werde jetzt hier auch gleich die nächste Infusion anschmeißen. Aber die hast du ja das letzte Mal ja schon gesehen. Da passiert. Was machst du diesmal? Eine Spitzhacke? Diesmal kommt die Spitzhacke tatsächlich dran. Und wofür brauchst du die? Die kann irgendwie so, ich kann mal ganz kurz, wenn du ein Erz abbaust, besteht die Chance, dass du stattdessen einen Klumpen erhältst. Native Klumpen sind wesentlich leichter zu verarbeiten und liefern die doppelte Menge an Metallen, wenn sie eingeschmolzen werden. Zusätzlich kannst du mit einem Rechtsklick auf eine beliebige Oberfläche sondieren, welche wertvolle Erze hat oder so, weil dann kann ich unter die Erde gucken. Ah, okay, ja, das ist stark. Meistens so hack ich ein bisschen hier. Und das mit den Klumpen ist natürlich auch gut, aber das ist natürlich dasselbe, was man auch mit Technik machen kann dann. Das stimmt. Mit der Verdopplung, aber dass du sehen kannst, ist natürlich geil. Das heißt, du bist dann so der Magier, du schaust dir alles so genau an und holst nur die guten Sachen raus und ich komme einfach mit meiner Query und mach alles kaputt. Genau. Du kommst mit der Query wie so eine Dampflok, wie so ein riesiger Bagger. Das gibt's auch, ne? Es gibt ja so Railcraft, gibt's so einen riesigen Bagger, der auch über sich durchbohrt. What? Aber ich werde es erstmal mit der Query machen. Ja, das ist auch vernünftig. So, ich werde jetzt hier mal meine... Komm schon, hoffentlich... Ich muss doch dringend noch ein Schild an die Query machen, dass mir niemand einfach wegnimmt, ne? So, oh, nicht, dass mir da... Oh, das wäre natürlich voll gefährlich. Das wäre... Wenn jemand ankommt und mir die einfach wegnimmt, weil niemand weiß, dass die von mir ist. Ja, aber ich meine, die Query ist ja... Die kommt ja nicht von einfach so. Da gibt es ja keine kleinen Wichtel, die sich sagen, ach ja, wir bauen eine Query. Muss ja schon von dem Spieler sein. Ja, aber es gibt mich. Ja. Auch so ein kleiner Wichtel manchmal. Ja, das stimmt. So. Mhm. 2 Stacks, das sollte eigentlich ausreichen, weil eigentlich kann man die, habe ich gelesen, daher einfach einschmelzen oder so und dann bekommt man diese Bricks. Jawohl! Mir geht das auch alles klar. Gib mir die Spitzhacke. Give it to me. Give it to me! Ah, jawohl. Give it. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, krass! Was? Ich bekomme dann tatsächlich so rote Punkte angezeigt, wenn ich Rechtsklick mache, wo sich die ganzen Sachen befinden. Das wäre praktisch. Energetic Infuser, Redstone, okay. Ich glaube, ich muss jetzt nur schmelzen. So, ganz vorsichtig. Bauen wir hier mal irgendwie was ab. Zack. Okay. Ja, dann bekomme ich hier meine blöden Barren hier raus. Ach, und das sind die 4 Klumpen. Stück davon. Kann ich das dann machen? Alles klar. Alles klar, es funktioniert. Ich bin auf einem guten Weg. Das ist tipptopp. Es sieht alles gut aus. Was habe ich hier noch für Kisten? Kann ich auch noch Zeug reintun. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Eine Schaufel? Was soll ich mir als nächstes machen? Die Axt des Stroms, die Schaufel des Erdschürfers oder die Hacke des Wachstums? Das sagt mir alles nicht so wirklich. Oder ein Portable Hole. Portable Hole ist cool, da kannst du überall durchgehen. Ja, aber möchte ich überall durch. Ich habe ja das früher gesehen, weißt du, noch in Megaprojektzeiten, da sind einige Leute draufgegangen mit diesem Portable Hole. Ja. Da gab es teilweise ein paar Probleme. Aber Portable Hole ist halt schon echt eine sehr gute Sache, muss man sagen. Ja. Also ich wäre für das Portable Hole wäre ich hier gegangen, da. Okay, dann werde ich mal gucken, wie kompliziert das ist. Das war gerade voll das komische Englisch-Deutsch, so. I would go for that, weißt du, dann... Ich wäre dafür gegangen, habe ich gesagt. Ich wäre dafür gegangen, ja. Ein bisschen kleines Denglisch hier, ein bisschen Denglisch. So, Nether Brick, 1, 2... Ich brauche nur 2. So, das kommt jetzt einfach nur noch hier, links und rechts. Es funktioniert nicht! Was habe ich falsch gemacht? Copper Gear? Redstone Reception Coil? Nether Brick, Machine Frame und Leadstone Energy Cell. Leadstone Energy Cell, Nether Brick, Machine Frame
Redstone Reception Coil. Okay, ich habe eine Reception Coil und es sollte eine Reception Coil sein. Und Copper Gear. Hä? Was ist denn falsch hier? Was ist los? Ich habe doch alles richtig gemacht. Oh Mann, ich kenne das Gefühl. Ich hasse das, wenn ich dann da so stehe wie so ein Ochs vom Berg. Und ah, frag, es ist doch alles richtig. Warum nicht? So, und Perdicio? Ich möchte einen Magma Crucible doch nur haben. Und dafür brauche ich nur... 3. Basic. Basic Machine Frame. Den habe ich. Eine Lithium Energy Cell Frame. Ach, den Frame brauche ich und nicht die Lithium Energy Cell. Ach, Mensch. Ach, Gott. Alles klar. Gut, dann muss ich das halt noch machen. Aber das sollte nicht allzu schwer sein. Hier, das ist nämlich nur dieses Energy Cell Frame Ding. Das ist einfach nur Glas und Lead. Das ist auch nicht so schwer. Und ein Block of Redstone. Das kriege ich auch noch schnell hin. Das aber sowas von... Boah, so alles klar. Also, wird einmal hier rumgebaut. Zack, da ist der Block da. 1, 2, 3, 4. Der Block. Habe ich ihn weggeworfen. Okay. Ich bin letztens übrigens so einen Hybriden zwischen Longboard und Pennyboard nochmal gefahren. Von Simon sowas? Ja, genau, von Simon war es so ein Ding. Das ist ganz, so ganz kurze Longboard, ja, die sind echt. Ja, nicht, aber ja, es sieht eher aus wie. Ja, nicht dieses ganz kurze. Ist so auch so ein Hybrid. Es ist mehr so. Ja, nicht so breit, sondern schon eher so wie so ein Pennyboard. Aber eben aus Holz und nicht aus Plastik. Ja, ja, warte kurz, ich habe nämlich jetzt eine Magma Crucible, oh, habe ich jetzt da. Den kann ich jetzt auch direkt an Strom anschließen. Oh. So. Angeschlossen. Und in den kann ich jetzt hier. Strom hat er. Kann ich jetzt zum Beispiel einfach, glaube ich, Redstone reintun. Genau, und das Redstone wird jetzt umgewandelt. Tue ich mal direkt Meeres rein in... Hä? Stopp! Ach so. Das ist jetzt hier drin. Aber wie kriege ich es jetzt hier raus? Es ist hier drin, meine Damen und Herren. Aber wie kriege ich das? Vielleicht muss ich mir nur einen Eimer mal machen. Muss ich den Eimer dann hier rausholen. Das könnte eine Idee sein. Eine Möglichkeit. Gucken wir noch meine, ob ich noch einen habe, sonst mache ich einfach schnell neue hier. Ich sehe gerade keinen, mache ich mal neuen. Das darf jetzt nicht so schwer sein hier. Meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren. Jawoll, und da haben wir ja Stabfokus, tragbares Loch. Klingt auch ein bisschen komisch, aber ja gut. Gucken wir mal. Das ist schon ein bisschen komplizierter. Oh crap, da brauche ich ja richtig viel. Nee, einen Eimer bekomme ich es leider nicht rein. Vielleicht muss ich rauswerfen und einfach direkt bei ihm anbauen, bei Veni. Vielleicht muss ich es direkt bei ihm ranbauen. Oh, das habe ich. Baue ich es mal ab hier. So. Mal gucken. Ja. Wenn ich die jetzt wieder hinsetze, wie kaputt, ob der das noch hat dann. Na, ist weg. Ich habe Redstone verschwendet. Kacke. Ja, oh oh. Aber ich habe ja von Redstone eigentlich recht viel und ich werde es auch wieder viel haben, bald, wenn meine Query dann endlich funktioniert. Nehme ich aber mal ein bisschen Redstone mit. Und bring das alles hier rüber. Zu dem Herrn Veni. Er wohnt ja Gott sei Dank nicht so weit weg. Mit seinen ganzen Kühen. Und diese Massentierhaltung kann ich nicht unterstützen. Ja, nee, das ist nicht in Ordnung. Da war ich auch sehr erschrocken. Also, ja. Tut mir leid. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich gegen Massentierhaltung... Der hat übrigens auch einen Bluttank. Ein Tank voller Blut. Was? Wahrscheinlich von den Kühen. Stimmt. Mann. Das finde ich nicht nett. Das sind Kühe sind nicht in Ordnung. Die haben auch Gefühle, Kühe. So, der Food Transposer ist hier. Wasser nochmal rein und raus. Rot war immer diese reinen Sachen und blau die raus Sachen, oder? Da fragst du mich. Das ist doch immer orange und nicht rot, oder? Naja, es gibt ja verschiedene Farben. Ich tue es einfach mal jetzt hier hin. In der Magma Crucible. Und ich glaube, wenn jetzt das rechte hier ist, jetzt das rausziehen. Die Frage ist nur, was raus ist. Ja, aber ich glaube, das ist gerade richtig. Und das rein ist das rote. Ja, ich glaube auch. Tue ich den mal hier rein. Aber ich tue einfach mal hier erstmal so ein Redstone rein hier so ein. In den Magma Crucible. Oh, das ging auch schnell durch. Das müsste doch jetzt da reingefüllt werden. Es ist aber nicht hier drin. Es ist immer noch hier drin im Orangen. Hab ich hier nicht und das Orange müsste jetzt eigentlich irgendwie halt reinkommen. Ich bin auch gerade so eine, so verwirrt. Hier wird einfach nichts reingefüllt. Oh doch, nee. Hä? Machen wir das hier auch nochmal an? Magma Crucible. Dann mach ich das hier. Guck mal auf den Laden hier. Wie komme ich jetzt hier rüber? Wie mache ich das? Nein. Nein. Aber es ist schön, ich bin hier auch gerade. Warte mal, ich werde die einmal hier vorne hinstellen. Da wird auch. Hä, nee, es ist nichts mehr im Magma Crucible drin. Ist es einfach rübergekommen? Ja, es ist drin. Ich weiß nicht wie. Ich hoffe, ich habe es nicht nochmal umgestellt danach.
Ich glaube, es ist drüben. Ja, es ist drüben. Okay, jetzt kann ich das ja. Jetzt kann ich den, nicht den Machine Frame, sondern die Redstone Energy Cell Frame kann ich hier reintun. Wieso wird das denn nicht reingefüllt? Mach auf den Laden. Aber es geht irgendwie nicht los. Muss ich noch mehr Redstone da reintun dafür oder wie? Ich finde es schön, wie wir beide gerade so komplett verwirrt. Mein komisches System, das ist auch der einziges Schlummer. Ich mache das jetzt anders hier. Habe ich hier noch genügend Platz? Ich werde das jetzt hier gleich. Mach noch einen Zauberstab, Alter. Aber das wird da ja nicht richtig reingefüllt. Ich habe 1000 da jetzt schon reingefüllt. Das sind 10 Stück und noch geht's nicht los irgendwie hier. Ich muss jetzt nochmal schauen. Nein, ich brauche noch eine so eine Röhre. Warte mal. In den Fluid Transposer. Da muss zum einen... Ach, da müssen 4000 rein. Da müssen 4000, also 40 Stück von Redstone. Und da müssen da 16.000 Energie rein. So, gucken wir mal hier rein. Die Energie ist da. Das heißt, ich brauche wirklich vielleicht nur noch ganz viel Redstone. Und zwar habe ich ja schon 10.000 drin. Und wie viel sollten da noch mal rein? Es waren genau... Warte, 4.000. Das heißt, hier kommen noch mal 30 rein. Ist der Wahnsinn, ey. Es ist der Wahnsinn. Aber es wird hier alles reingefüllt. So. Und dann wird das ja wohl gleich funktionieren. Und dann habe ich meine Energiequelle. Juhu! Ich bin so stolz auf dich, wenn das funktioniert. Ich wäre einfach glücklich, wenn das funktioniert. Und dann mache ich alles kaputt. Und wahrscheinlich ist das nicht mal die beste Möglichkeit für meine Cray, um die zu powern. Ist nur eine, die ganz nett ist. Eine, die ganz gut funktioniert. Eigentlich hätte ich... Ich hätte einfach mal direkt so viel Aufwand, wie das ist. Ich dachte das halt, es geht schnell. Aber ich brauche das zumindest noch später für andere Sachen, glaube ich. Aber das Beste wäre halt gewesen, wenn ich einfach irgendwie so eine... dass die Energie automatisch übertragen wird von... Ja, es funktioniert. Jawohl, ich habe 4000 reingetan. Energie ist auch da. Und jetzt wird dieses flüssige Redstone eingefüllt in meinen in meine Energy Redstone Cellframe Zeug. Sehr geil. Und dann kann ich die ganze Energie da mal überführen. Das Beste wäre wahrscheinlich, wenn ich halt sowas, ich weiß, das hat mir ein Megaprojekt, was drahtlos halt irgendwie durch die Cloud oder was auch immer die Energie übertragen hat in, und halt die Energie von zu Hause hingebracht hat. Okay, ich hab das Ding. Jetzt kann ich auch den Crucible hier wieder abbauen. So. Den tue ich bei mir zu Hause in der Kiste. Und da der Veni, oder wenn das alles von Veni überhaupt ist, derjenige, der darf auf jeden Fall auch den mal von mir ausborgen, wenn das braucht irgendwas. Weil ich darf auch seine Sachen hier benutzen, dann darf er das natürlich bei mir auch. Selbstverständlich. Ich tue den hier vorne in die Kiste rein. Ich habe gerade ein richtiges Problem, ey. Oh Mann, oh Mann. Ich brauche so ein bestimmtes Material, aber das ist super rar. Das ist ja richtig ätzend. Leute, falls ihr wisst, wie ich dieses Zeug noch irgendwie anders bekommen kann, weil ich brauche Alienisses oder so. Und das ist super rar. Das ist hier vorne bei dem Totem. Den muss ich nämlich hier so ein bisschen abbauen. Ansonsten... Oh, au! Alter. Warte mal, das kann ich doch jetzt ausprobieren. Ja. Tatsächlich, der kann mich nicht treffen. Get down. Zack. Oh, Alter! Ha! Ich habe einen Redstone Energy Cell. Sauber. Ich bin stolz auf dich. Die muss jetzt nur noch gefüllt werden. Komm schon, Obsidian-Totem. Lass mich nicht abbauen. Nein, der schlägt mich doch. Yes! Oh Gott, wie groß diese... Kennst du diese Towncraft-Zombies? Hä? Ob ich die dieses... Towncraft-Zombies kenne? Ja, die werden immer größer, Alter. Das sind so richtige Bagaluden. Irgendwann sind die 2 Meter groß. Nee, hab ich noch nicht so gesehen. Hey, der innere Energie wird hier gerade rausgezogen, aber wird sie auch schon eingefüllt? Noch nicht. Zack, down. Ah, jetzt ist es. Okay. Jawohl. Zack, aussammeln. Alles klar, 10 Millionen Energie passen da rein. Das ist schon mal sehr, sehr geil. 10 Millionen Energie. 10 Millionen. 10 fucking Millionen. Das sollte locker ausreichen eigentlich für die Cray, um sich einmal zum Boden durchzubohren. Ich habe ja noch ein bisschen Gelorium, ich habe noch mehr davon. Das kann jetzt alles. Jetzt wird der Reaktor endlich ausgenutzt. Ich dachte schon mal, jetzt wird er ein bisschen ausgenutzt, aber jetzt wird er wirklich ausgenutzt. Bam. Ich habe, glaube ich, gerade so ein komisches Ding kaputt gemacht, was ich eigentlich, glaube ich, hundertprozentig nicht hätte kaputt machen dürfen. Ich muss mal kurz Zahlen zählen, Nullen zählen. Ach, das ist eine Kerne. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hä, hey, der fasst schon Buffer von 10 Millionen fast, glaube ich, unser Reaktor. Oder da ist es 1 Million. Wir müssen die Folge beenden. 3, stopp, 1, 2, 3. Das sind die 3. Ich hasse so Zahlen, Nullen hintereinander zählen. Ich krieg das gar nicht hin. Meine Augen sind nicht dafür gemacht. Mein Gehirn blockiert dann. 3 Nullen, 1, 2, 3. Ich glaube, es sind 10 Millionen RF, die da hier drin hat, der Energy Buffer. Das wäre natürlich richtig fresh, weil dann
würde ich auch sehr schnell meine Cells hier füllen. Aber es dauert halt, Leute. Es dauert lange. Das kann ich nicht so, das ist nicht so schnell, das Ganze hier. Aber das geht voran. Und wenn das hier fertig ist, dann bringe ich das bis da hinten zu meinem... Scheiße, ich habe keinen Wegpunkt bei meinem... Ich habe keinen Wegpunkt bei meiner Query. Ich muss die irgendwie wiederfinden. Ich werde es aber irgendwie schaffen. Dann bringe ich das alles dahin. Dann werde ich die Query noch vergrößern. Das mache ich alles aber in der nächsten Folge. Und dann werde ich reich sein. Dann werde ich alle Rohstoffe haben. Yay! Wir haben heute Großes geschafft, Paluten. Vielen Dank fürs dabei sein. Schaut auch bei ihm vorbei. Link zu ihm ist in der Beschreibung. Der kann auch fliegen ein bisschen. Ich kann auch fliegen. Tschüss. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Und schaut natürlich auch bei diesem Quatschkopf, der da oben gerade rumfliegt und zu den Sternen scheinbar möchte. Schaut bei dem gerne vorbei. Unten ist der Link. Haut rein. Ciao, ciao. Wir sind echt Wolken. Ja, sag ich doch. Da kannst du doch, glaube ich, drauf landen. Das ist ja der Wahnsinn. Warte, ich probier's aus. Und? Nee, man sinkt da durch. Nee, man bleibt stehen manchmal. Okay. Hä, ist ja cool. Okay, Leute, das war's aber wirklich. Ich möchte auch nicht überziehen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei der heutigen Folge von Minecraft Mark. Wir sehen uns morgen wieder bei der nächsten, wenn es an die Query geht. Macht's gut. Ciao.